Hallo, meine Damen und Herren. Oh Gott, ich bin wieder da. So, gleich geht's los. Ihr werdet erstmal schön meine Haarwaschroutine sehen. Und dann könnt ihr euch erstmal ein paar Minuten das Ganze reinziehen, wie mir Haare einfach aus dem Kopf rausfallen. Weil, was gönnt man sich nicht sonst Geileres im Leben als das, ne? Wie Menschen einfach Haare verlieren. Ja. So, ja, auf jeden werdet ihr euch das in den nächsten Minuten reinziehen, wie ich auch darüber meckere, wie scheiße es mir geht. Nach der OP, was meine Haare angeht. Ich muss sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich je darüber meckern werde, wie schrecklich es einem gehen wird, was Haarverlust angeht. Ich habe wirklich vor der OP gesagt, ach, Haarverlust. Was kann so schlimm danach damit sein? Man merkt richtig in meiner Nase, dass ich voll emotional werde. Was kann damit so Schlimmes sein, dass man Haare verliert? Man kann sich ja die abrasieren, man kann sich eine Perücke kaufen. Das ist ja doch gar nicht so schlimm. Doch, das ist furchtbar. Ihr werdet das gleich sehen. Ich werde euch gleich ein paar Bilder einblenden. Das ist nicht geil. Nö. Also, wir gehen gleich am besten über zu der Haarwaschroutine. Von daher, los geht's! Ich fummel erstmal. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist einfach so. Ja, das passiert mir schon. Also es ist ganz schrecklich, dass man wirklich schon beim... Ich habe die nicht mal angefangen richtig zu waschen. Schon fängt es an. Mal lasse ich die auch ein bisschen einwirken. Denn, wie man schon sieht... Ja, das Problem ist einfach, da kommt so viel Haar raus. Ne? Und immer wieder. Oh Gott, ist das viel! Der Büschel. Der bei mir rausgefallen. So. Und dann, damit es gleich losgeht, also ich wasche meine Haare auf jeden Fall immer mit kaltem Wasser. Ich habe das angefangen tatsächlich nach der OP. Ich wasche die immer mit kaltem Wasser. Das warme Wasser und heiße Wasser, das beschädigt zusätzlich die Haare. Und das ist nicht angenehm. Man kann sich aber tatsächlich dran gewöhnen. Ich habe angefangen Shampoos ohne Sulfate, ohne Silikone oder jeglichen Krams angefangen zu nutzen, was total gesund ist, vegane Shampoos, alles Mögliche, was ohne Zusatzkram ist, einfach aus dem Grund, dass ich auf keinen Fall nichts mehr an meine Haare zusätzlich ranbringen wollte, was die irgendwie noch mehr beschädigen wird, als die eh kaputt macht. Ja, also braucht man einfach nicht.
Ja, ich habe echt unzählige Vitamine durchprobiert. Ich habe Kuren reingemacht und wie man sieht, ich habe nicht nur die Kur reingemacht, ich habe auch die das Shampoo benutzt und auch die Kur, die vegan ist, habe ich reingemacht. Ich kämme meine Haare so sanft wie es geht. Ich probiere das ganz ganz sanft und ganz leicht und ich lasse mir extrem viel Zeit dabei und das ist echt, es dauert Ewigkeiten und ein bisschen und es fällt trotzdem extrem viel raus, was natürlich ätzend ist, aber gut, es ist halt so, ich muss da jetzt halt durch. Ich habe mich sehr viel durchgelesen und natürlich, wie das so ist nach der OP, man wird erstmal damit konfrontiert, ja, du musst ganz viele Medikamente, du musst ganz viele Vitamine nehmen und du musst erstmal ganz viel Geld reinstecken darin, besondere Marken sich zu kaufen von Vitaminen und Eiweißpulver und weiß ich was nicht alles. Nur um den Haarverlust zu minimieren. Das habe ich auch am Anfang gemacht und dann fielen die Haare aber so extrem raus, dass ich gedacht habe, irgendwas nicht stimmt. Und dann habe ich angefangen zu lesen und dann ist es mir entgegengekommen, die Information, dass tatsächlich während der OP der Körper so krass runtergefahren wird, dass, wie das so ist, unser Körper ist halt so strukturiert, dass natürlich sich die Organe sozusagen schützen wollen. Also alles eine bestimmte Funktion haben muss. Und das Gehirn denkt sich, hey, ich muss zuerst daran denken, die wichtigsten Organe zu schützen. Herz, Niere, Leber, weiß ich was alles. Und nicht deine Haare, nicht deine Nägel. Und da fängt das Problem an. Wenn du auf dem OP-Tisch bist und unter so starker Narkose, die eine Stunde dauert oder zwei oder drei oder vier oder fünf, dann fängt das Problem an. Dann fängt richtig das Problem an, denn spätestens nach 3 Monaten fangen die Haare extrem rauszufallen. Also ich glaube, 12 bis, ja, ich glaube spätestens nach 12 Wochen. Ich will jetzt wirklich nicht lügen, aber spätestens nach 12 Wochen sollten die ersten Anzeichen schon davon sein, dass tatsächlich die Haare extrem rausfallen. Es ist einfach so, der Körper ist extrem runtergefahren und dann fallen die Haare extrem raus, die Nägel brechen ab und bei mir haben die auch extrem abgebrochen. Es ist einfach so, da kommt man nicht drum herum und der Körper muss dagegen ankommen. Das wird irgendwann so sein, dass die Haare sich nachbilden und dass die Nägel sich irgendwann erholen. Und klar, es ist besser, Vitamine zu nehmen und sich gesund zu ernähren und auf sowas zu achten. Aber es ist nicht notwendig, weil es liegt nicht daran, dass du jetzt in einem Vitaminmangel bist oder sowas. Weil es liegt eindeutig an der Narkose. Es liegt an nichts anderem. Es liegt nicht daran, dass du dich nach der OP scheiße ernährt hast und deswegen deine Haare rausfallen. Es liegt nicht daran, dass du nach der OP Kacke gegessen hast und deine Shakes nicht genug getrunken hast und deswegen deine Haare rausfallen, was mir oft genug gesagt worden ist, sondern einfach, weil du in der Narkose gelegen hast genug. Und es ist normal, bei manchen fällt es schlimmer aus und bei manchen weniger aus. Und das ist völlig okay. Das ist total normal. Und man sollte sich da nicht allzu große Gedanken machen. Ich werde auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Es gibt eine Firma.
Ich weiß nicht, ob die in ganz Deutschland vertreten ist, aber auf jeden Fall gibt es die in Hamburg, die tatsächlich Haare, Haarperücken und auch Haare einpflanzen lässt nach solchen OPs, weil die natürlich wissen, dass gerade viele Frauen und auch Männer sehr viele Probleme damit haben, wenn denen plötzlich Haare überall herausfallen und damit nicht klarkommen, wenn die mit halb Glatze rumlaufen, weil nicht nur nach Magen-OP, aber nach anderen OPs, egal was für eine OP es ist, wenn das eine größere OP, ne, sagen wir mal Herz-OP oder Nieren-OP oder weiß ich, was für eine OP jetzt ist. Ja, wenn du lange auf dem Tisch gelegen hast, plötzlich deine Haare rausfallen und du dich die ganze Zeit unwohl fühlst, ist ja scheiße. Es ist einfach kacke. Und deswegen arbeiten die dann tatsächlich auch mit der Krankenkasse und steuern das an, dass die Krankenkasse auch die Kosten übernimmt und man die Haare dann eingepflanzt kriegt. Also sollte man sich dann wirklich darüber informieren lassen, falls man extreme Probleme damit hat, dass einem die Haare nach der einen oder der anderen OP rausgefallen sind oder nach Chemo oder was auch immer. Also das nur zur Info. Außer Vitaminen, außer all den Produkten, Haarprodukten, die ich gezeigt habe vorhin auf jeden Fall, gibt es natürlich Rizinusöl, verschiedene Haarmasken, verschiedene Haarkuren. Es gibt so vieles, was man sich in die Haare reinklatschen kann. Und es gibt immer so vieles, ja, entweder hilft es oder es hilft nicht. Also ich sag mal so, ich bin irgendwann an dem Punkt angekommen, wo ich mir sage, ja, solange es nicht schadet, dann hoffe ich, dass es hilft. Und ich war immer so eine Frau, wo mir meine Haare wirklich egal waren, aber als ich beim Friseur war und meine Haare kurz schneiden wollte und der gesagt hat, nein, ich schneide die nicht kurz, weil du zu wenige Haare hier oben auf dem Kopf hast und man richtig eine Glatze sehen würde, da habe ich fast einen Herzkollaps gekriegt und ich war richtig schockiert und ich bin fast in Heulen ausgebrochen. Ich war richtig traurig. Und dann hat es mich richtig getroffen und ich habe gedacht, da habe ich gedacht, scheiße. Also sollte man schon wirklich ein bisschen aufpassen und doch, ja, die ganzen Produkte trotzdem nutzen. Und ich habe meine Haare jetzt tatsächlich lang gelassen. Ich habe die jetzt in so ein Mikrofaser, Mikrofasertuch. Dann nutze ich jetzt auch keine normale Handtücher für meine Haare, damit die auch nicht nochmal extra beschädigt werden. Also doppelt und dreifach Sicherheit, einfach aus dem Grund, weil ich überextremst fürsorglich für meine Haare geworden bin und total Angst habe, dass die noch mehr herausfallen. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Menschen im Internet behaupten, es bringt was. Also behaupte ich einfach mal hier auch, dass es was bringen wird. Wie gesagt, das Video, wo mir meine Haare so extrem herausgefallen sind, ist ein paar Wochen älter. Diese Fotos sind tatsächlich auch älter. Die sind jetzt einen Monat alt und das ist nicht mehr der Zustand. Also es hat sich schon einiges verändert. Also es ist einiges verändert und ich habe das Gefühl, dass es besser geworden ist. Ob das jetzt daran liegt, weil ich so vieles in die Haare reinmache, weiß ich nicht. Ob das daran liegt, weil es einfach einen Monat umgegangen ist, kann sein. Muss sich jeder eine eigene Meinung bilden. Ich habe erstmal so viel dazu zu sagen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.
erstmal und bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, Abend oder Nachmittag, je nachdem, wann ihr es guckt. Bis dann!